Ihr feiner Hund. Das ist Pauli. Pauli, mein Lieblingshund. Meiner Freundin, der Leihhund. Ein schwarzer Labrador. So, ich gehe jetzt hier so ein Kreuzweg, nennt sich das, im Taunus. Den gehe ich jetzt hier lang mit euch. Und das ist ein sehr schöner Weg. Es regnet ein bisschen. Und es geht natürlich aufwärts im Taunus. Geht ja alles aufwärts. Und nachher versuche ich mal eine Stelle zu finden, die, wo ich mich hinsetzen kann mit den Hundis, wenn die ausgetobt haben. Das sind mehrere Stelen, die jetzt hier durch den Wald gehen. Pauli wartet, ne? Du bist ein lieber Hund, Pauli. Und mir geht immer das Herz auf, wenn ich mit einem Hund unterwegs bin. Hier ist das nächste. So, und so geht das jetzt bis zu so einem Platz. Einmal Bein heben bitte und einmal wegscharren. Das macht er zu gerne. Der Punto, der spanische Hühnerhund, der ist da vorne. Und der heißt natürlich nicht spanischer Hühnerhund. Der ist für den spanischen Hof gezüchtet, für den spanischen König. Und das ist eine besondere Züchtung. Die nennt sich Perdigueros de Burgos. De Burgos ist diese Stadt. Also, ja, das ist der Labrador. Wow. Ja, so ein bisschen diffuses Licht. Also Regen. Ich werde zwar ein bisschen nass, aber Regen kann man das nicht nennen. Ne? Es tröpfelt ein bisschen vom Himmel herab. So, mein Freund hier, der geht bei mir, der bleibt immer an meiner Seite. Bleib, mein Schatz. Ja. Feine, komm mal hier. Feiner Hund. Ja. Ja, fein. Und du ist noch nicht mal ein Jahr. Pauli ist 10. Und die zwei vertragen sich sehr gut, die mögen sich. Das sind die Hunde meiner Freundin. Der schöne spanische Hund mit der tollen Zeichnung. Ja, und da vorne wartet jetzt Punto. Es ist schön, dass man die ohne Leine hier laufen lassen kann, nur die hauen noch nicht ab. Beide nicht. Ja, hier ist dieser Kreuzweg irgendwie zu Ende. Und hier oben auf diesem Platz sind dann auch immer ein Karfreitag, sind dann hier Gottesdienste oder ein Gottesdienst. Ich finde, es ist sehr schön. So, das ist Punto, der hat jetzt ein Stöckchen gefunden. Und wir sind nämlich schon eine Weile unterwegs und die wollen sich jetzt ein bisschen ausruhen. Und der Pauli, der ist jetzt hier, der guckt erstmal und checkt die Lage. Ich zeige euch mal den näher. Der hat wirklich eine ganz schöne Zeichnung, dieser Hund. Und da kommt Pauli um die Ecke. Ja, mein Schatz. Hier, Pauli. Nee, jetzt ist wieder klar, dass der den wegnehmen muss. Der hat einen Stock, lässt ihn liegen und muss natürlich das Stückchen vom Pauli haben. Das ist bei jungen Hunden so. Der ist immer so dieser Neidfaktor. Was der hat, will ich jetzt haben. Das ist verrückt. Siehst du, hat er ihn denn abgenommen? Wird ihn aber gleich nicht mehr interessieren. Und Pauli lässt es zu, weil er gutmütig ist. Ja, Labis wollen ja gefallen. Guck mal, dann nimm eigentlich so einen anderen Stock. Auch schön. Ich freue mich immer sehr, wenn ich Zeit habe und zu meiner Freundin fahren kann und mit den Hunden ihr ein bisschen Arbeit abnehmen kann. Die hat auch noch zwei kleine Kinder. Und dann gehe ich mit den Hunden eben einen längeren Spaziergang machen. Und Pauli, den Pauli habe ich ja öfter, also bevor die jetzt auch den Punto hatten. Pauli ist eigentlich das Ziehkind von meiner Cookie. Und Cookie war mein Labrador. Die ist 14 Jahre alt geworden. Die ist jetzt schon vor, oh mein Gott, wann ist die denn verstorben? Das ist jetzt schon eine Weile her, das ist schon ein paar Jahre her. Und mir kommt es vor wie gestern.
Und meine Cookie, die, mein Labrador-Mädchen, die hat sich den Pauli, also Pauli, Cookie war für Pauli wie eine Mama. Und Cookie hat den Pauli auch erzogen, so, ne? Also das war, wie das Hunde so machen untereinander. Das war richtig cool. Und das war eine ganz große Liebe zwischen den beiden. Und da hat sie auch ganz schön drangsaliert, weil, ne, sie war ja damals schon 7, als Pauli kam. Und ja, sie haben sich einfach klasse verstanden. Also nicht nur Mädels, wir Mädels haben uns verstanden, also auch die Hunde. Und heute, selbst heute ist das noch so, also wenn ich zu ihr komme, ja, und dann steht er am Gartenzaun und kriegt sich überhaupt nicht mehr ein. Der kriegt sich überhaupt nicht mehr ein. Das können aber auch nur Labradore, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass Hunde, die haben ein Gedächtnis. Hunde können denken. Und Pauli ist für mich eben so, naja, ich hoffe, dass er noch ganz lange lebt. Und wie gesagt, mir geht immer das Herz auf, wenn ich ihn sehe. Weil die haben einfach ein Wesen, diese Labradore. Die, das ist so empathisch. Die wollen ja gefallen, diese Hunde. Ne? Und deshalb sind sie auch so, manche denken, ja, die Labradore sind doof, die lernen nichts und was weiß ich. Nee, das ist ein Fehler, ihr Lieben. Labradore sind sehr empathisch und die werden nicht umsonst als Blindenhunde, als Therapiehunde, als Drogenhunde eingesetzt, weil sie eben auch sehr lernfähig sind und eben gefallen wollen. Auch sehr weichmäulig sind, sind ja Apportierhunde, die holen ja das erlegte Wild, das holen, die holen ja den, wo kommt der her? Labrador Island, das ist da oben, Kanada. Die holen ja die Lachse aus dem Wasser, weichmäulig, wie sie sind. Und ich finde, das ist eine, das ist meine heilige Rasse. Meine Schwiegertochter sagt immer, ja, du und die Labradoren. Und dann sag ich, Nein, das ist, ich weiß nicht, das ist eben so ein Gefühl. Jeder hat so seine Rasse, ne? Die er mag, mit der er klarkommt. Und so, da kommen sie beide angerannt, hören aufs Wort. Nicht aufs erste, aber aufs dritte. Cookie hat auch immer halbe Baumstämme in ihrem Maul drin gehabt. Herrlich. Punto? Ja, der hört gut. Also die hat den echt gut im Griff oder im Schuss, meine Freundin. Der ist, wie gesagt, noch nicht mal ein Jahr alt. Und wahrscheinlich, ja, der macht doch das, was der Ältere macht, ne? Abhauen tut er nicht. Wo gehe ich denn jetzt mal lang? Hier oben. Ja, also wie gesagt, durch den Taunus zu laufen, ist immer Fitness. Es geht immer hoch und runter. Schöner Weg, ne? Also ich mag das gerne mit den Hunden so langsam auch spazieren zu gehen, dass die spielen können und schnüffeln können und irgendwas ausbuddeln und hier mit ihrem Stöckchen da. Stöckchen werfen ist auch schön. Das ist interessant. Der größere, nee, der kleinere ist abgehauen. Also nicht, der ist weggerannt und man merkt, dann sind sie nicht weggerannt, der ist vorgerannt. Und jetzt merkt er, oh, die kommen nicht. Und nun kommt er zurückgelaufen. Ja, siehst du, Pauli wartet immer. Rudel, ne? Es ist Rudel zusammen. Wir sind ja jetzt heute ein kleines Rudel. Zwei Hunde und ich. Ich habe jetzt hier so eine vermooste Bank gefunden. Und da setze ich mich jetzt drauf. Hier stehen die beiden Experten. So, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Das heißt, Regen war es ja nicht, ne? Tröpfel, Tröpfel. Ich habe hier, wie gesagt, die Bank gefunden, sitze hier einen Moment, entspanne. Die Hunde finden das ganz klasse. Die knabbern jetzt hier auf ihren Stöckchen herum. Und dann gehen wir noch eine Runde weiter. Vielleicht geht ihr ja auch gerne spazieren. Ich glaube, alle gehen so irgendwie gerne raus, ne? Die Natur, so eins zu sein mit der Natur, so seine Ruhe zu haben, ohne Handy, ohne alles. Gut, ich habe jetzt die Kamera mit. Deshalb werde ich jetzt auch nicht den ganzen Weg die Kamera laufen haben und quatschen, weil ich so ein bisschen runterkommen möchte auch. Und zum Runterkommen ist die Natur einfach bei, und so ein Wald ist Balsam, Balsam für die Seele. Umarme einen Baum, heißt es doch so schön, ne? Ja, einfach sich irgendwo hinsetzen, die Augen schließen, dem Wind zuhören, das Blätterrauschen hören. Das sind Glücksmomente, weil Glück
sind ja Momente, Augenblicke. Und wer sich das erhalten kann, diese kleinen Augenblicke, das ist was ganz Wundervolles. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Jetzt knabbern beide an einem Ende. Punto denkt wieder, da wo Pauli ist, ist viel interessanter. Jetzt geht Pauli an die Art. Das Bäumchen wechselt dich. Es ist herrlich. Es ist klasse. Es macht ja irgendwie froh, wenn man den Hunden zuschaut. Nummer 1. Nummer 2.